So, hier haben wir unser Mousse von weißer Schokolade in dem Spritzbeutel. Dort schneiden wir jetzt mal vorne die Spitze ab. Oder wie Sie haben halt einen Gefrierbeutel genommen und dann nehmen Sie einen ganz normalen Spritzbeutel mit einer Lochtülle und können diesen wunderbar hier reinsetzen. So, das ist der erste Schritt. Jetzt haben wir hier unsere herrlichen Luftballons, die wir vorhin gemacht haben. Und sicherheitshalber hatte ich noch welche in Reserve. Aber dann können wir gleich mal den hier nehmen. Setzen wir mittig so hoch und machen einmal und holen. Jetzt haben wir hier unsere Schokoladenkugel, unseren Spritzbeutel. Und jetzt spritzen wir erstmal schön unser Mousse hinein. Dann unsere Gewürzmandarinen. Unser Gel, das wir einfach erstmal hier so schön hochspritzen können. Jetzt haben wir hier unser Espuma. Espuma klingt richtig toll, klingt teuer. Man könnte auch sagen auf Deutsch unseren Vanilleschaum. Weil nichts weiter heißt das. Wir machen hier eine kleine Probe. Ja, funktioniert. Und jetzt spritzen wir das Ganze schön luftig hier hoch. Wenn man mag, hier etwas Zucker noch hoch und dann vorsichtig, ohne die Schokolade zu schmelzen, leicht karamellisieren. Dann nimmt man aus einem Dekorschrank ein kleines Gebäckstück, was man vorbereitet hat. Nennt sich Korallenhippe und unseren Crumble, den wir dann noch so leicht oben drauf setzen. Und jetzt das Ganze. Eine kleine süße Verführung für zu Hause. Da haben wir hier jetzt einmal unser Himbeergel, denn unser Schokoladenbecherchen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Genießen. Wenn Sie Fragen dazu haben, nachkochen möchten, keine Scheu, kontaktieren Sie uns. Melden Sie sich im Goldenen Hahn in Finsterwalde, dann helfen wir Ihnen gerne weiter. Viel Spaß. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de